aus dem Yoga Patanjali, die 10 Gebote der Lebensfreude und sind heute bei Aparigraha, die Besitzbescheidenheit, angekommen. So bitte ich euch alle in eine angenehme Sitzhaltung zu kommen. Die Augen für einen Moment zu schließen und den Atem einzuladen, ganz gleichmäßig in eurem Körper zu pulsieren. Mit der Einatmung kommt frische, kühle Atemluft in euer Becken und mit der Ausatmung die ganze Wirbelsäule entlang schütteln wir und atmen wir den ganzen Ballast des Tages wieder aus. Gerne schließt die Augen, zentriert euch, seid ganz bei euch für die nächste Stunde, die ihr euch heute schenken wollt. Aparigraha, Besitzbescheidenheit. Besitz bindet die Sinne und Lebensenergie, verstärkt Sorgen und Ängste um den Verlust des Besitzes. Wirkliche Freiheit ist das höchste Ziel des Yoga-Weges. Dankbarkeit und Bescheidenheit sind wichtige Eigenschaften, die zu mehr Erfüllung und Lebensfreude führen. Im Yoga Sutra 53 steht: Wirkliche Freiheit ist das höchste Ziel des Yoga-Weges. Dies kann nur erreicht werden, wenn sich ein Mensch von jeglichen Verlangen trennt. Ladet den Atem immer wieder ein, die ganze Yogastunde über gleichmäßig in euch zu pulsieren. Wer vertraut ist mit der Ujjayi-Atmung, ist gerne eingeladen, diese zu initiieren und diese anzuwenden. Ansonsten leite ich gerne die Atmung an oder ihr lasst den Atem gleichmäßig fließen. Der Atem leitet im Anusara-Yoga die eigentliche Bewegung, so können wir mit der Ein- und Ausatmung immer die Bewegung mehr verstärken, aber natürlich auch blockieren. So bitte ich euch, mit einem sanften Blick die Augen zu öffnen und egal in welchem Sitz ihr gerade seid, nehmt nochmal wahr, eure Füße, eure Knie, eure Hände, euer ganzer Körper ist euer Tempel, euer Geschenk. Und mit der nächsten Einatmung schaffen wir jetzt in dieser aktiven Stunde, wo wir eigentlich ganz bescheiden sein wollen und doch sehr viel Reichtum mit unserem Körper, mit uns selbst haben, schauen wir, dass wir ganz viel Aktivität schon zu Beginn der Stunde hineinbekommen. Und so bitte ich euch, ins Stehen zu kommen, am Anfang der Matte. Und wir nehmen die Füße wahr, die hüftweit unter unserem Becken stehen. Nehmt gerne die Hände an die Hüften, holt nochmal die Zehenspitzen weit nach oben, spreizt sie auf und dann legt sie ganz satt wieder auf der Matte ab. Und dann heben wir mal die Fersen leicht von der Matte ab und ganz mit allen zwei Kontaktpunkten der Ferse erden wir sie wieder fest auf der Matte. Wunderbar. Und dann schauen wir nochmal unser Becken an. Der Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule, das Steißbein zieht zum Bauchnabel. Der Schambein zieht zum Bauchnabel und der Steißbein erdet Richtung Matte. Und wenn wir so aufrecht stehen, dann ziehen wir nochmal die Schultern zu den Ohren und dann lassen wir sie ganz genüsslich hinter unser Herz gleiten. Und noch einmal atmen wir ein und ziehen die Schultern zu den Ohren und mit der Ausatmung gleiten die Schulterblätter hinter unser Herz. Einmal noch die Schultern ganz genüsslich zu den Ohren und ganz genüsslich integrieren wir die Schultern in unseren hinteren Rücken und da bleiben sie auch noch. Haltet diese aufrechte Haltung, haltet den Nacken immer gerade, stolzer Blick in jeder eurer Asana und mit der Einatmung holt mit weiten Bogen die Arme über die Seite nach oben zur Decke und mit der Ausatmung nehmen wir die Hände ins Anjali Mudra von sein Herz. Einatmen, die Arme im weiten Bogen nach oben strecken, lasst die Finger Richtung Himmel strahlen und ausatmen, die Hände vors Herz. Nochmal einatmen, die Arme im weiten Bogen nach oben zur Decke.
tief gebeugt. Wir kommen in eine Stuhlstellung. Und in dieser Stuhlstellung geben wir nochmal die Hände ans Gesäß, ziehen die Sitzbeinhöcker auseinander. Und wenn die Hände sich hinten auf das Gesäß legen, drücken wir das Steißbein mehr Richtung Matte, ziehen die Hände an die Schultern, die Schultern nochmal aktiv nach hinten in den hinteren Rücken. Und wenn die Hände so schön hinter den Ohren sind, dürfen sich die Arme nach oben strecken. Eine Einatmung noch hier, eine Ausatmung. Und mit der nächsten Einatmung kommen wir wieder hoch und nehmen die Hände ins Anjali Mudra vor unser Herz. Wunderbar. Einatmen, die Arme in einen weiten Bogen nach oben zur Decke. Ausatmen, die Hände ins Anjali Mudra und wir gehen in die Stuhlstellung. Und in dieser Stuhlstellung zieht der Steißbein Richtung Matte. Und dann kommt die linke Ellenbogen über das rechte Knie und wir twisten auf die rechte Seite. Gerne, wer mag, darf die Daumenwurzel vor das Brustbein nehmen und sich mehr aufdehnen. Und wenn ihr wollt, dann erdet den Handrücken der linken Hand an eurem Schienbein und lasst den rechten Arm nach oben streben. Volle Länge. Von der linken Schulter bis in die rechten Fingerspitzen dehnen wir uns auf. Wunderbar. Eine Einatmung noch, lasst die Kopfkrone und das Steißbein strahlen in alle Richtungen. Und mit der Ausatmung kommt nach oben, nehmt die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz. Wunderbar. Ganz schön warm heute. Einatmen, die Hände im weiten Bogen nach oben zur Decke. Ausatmen, ins Anjali Mudra und gleich in die Stuhlstellung. Wir twisten zur linken Seite, rechter Ellenbogen über das linke Knie und wir ziehen unseren Oberkörper nach links, schauen aber, dass das rechte Knie neben dem linken bleibt. Daumenwurzeln vor dem Brustbein und dann ist es die rechte Handrücken, der an die Wade darf und der linke Arm strebt nach oben. Super! Eine tiefe Einatmung noch hier und mit der Ausatmung verneigen wir über unsere Knie. Puh. Lasst gerne die Knie noch etwas gebeugt, nehmt die Hände in die Ellenbogen und der Oberkörper ruht erstmal noch auf den Oberschenkeln und lasst bitte euren Kopf erstmal hier hängen. Sagt einmal ja, ja, ja und nein, nein, nein. Schüttelt den Kopf richtig genüsslich aus und gerne die Arme. Auch gerne könnt ihr die Knie mal rechts, links beugen, strecken, beugen, strecken, sodass sich erstmal die Anspannung des Körpers voll löst. Wunderbar. Und mit der nächsten Einatmung in einen weiten Bogen kommen die Arme nach oben zum Himmel. Super. Ausatmen, die Hände gehen ins Anjali Mudra vor unser Herz. Ganz toll. Einatmen, die Arme gehen im weiten Bogen nach oben zur Decke. Achtung. Ausatmen, wir gehen in die Vorbeuge. Einatmen, stellt die Fingerkuppen vor euch auf. In die halbe Vorbeuge. Und dann ist es der rechte Fuß, der nach hinten zum Mattenende geht. Und ihr schaut einmal unten durch zu eurem rechten Fuß. Hebt das Becken etwas mehr und dann zieht den linken Beckenkamm zum hinteren Mattenende, um noch tiefer in euer linkes Knie zu sinken. Eine Einatmung noch hier und mit der Ausatmung sinkt das rechte Knie auf die Matte. Knie und Fuß sind hüftweit und mit der nächsten Einatmung ziehen wir die Arme in den weiten Bogen nach oben, volle Länge. Und mit der Ausatmung nehmen wir die Hände ins Anjali Mudra vor unser Herz. Mit dem Knie und dem Fuß haben wir eine gute Stabilität. Und dann schauen wir alle mal in unseren Bauchnabel hinein, zieht der Bauchnabel wirklich zur Wirbelsäule, dann richten wir uns wieder auf, volle Länge. Schulterblätter hinter das Herz, ganz aktiv. Und dann legen wir uns ein Stückchen diagonal nach vorne. Und dann darf der rechte Ellenbogen wieder über das linke Knie. Und wir twisten zur linken Seite. Und wir ziehen so viel Kraft aus den Füßen in unser Becken. Und der Bauchnabel so fest zur Wirbelsäule, dass der aufgestollte rechte Fuß uns so viel Kraft und Energie gibt, den wir so fest in die Matte drücken, dass wir das rechte Knie von der Matte wegheben können, wer möchte. Das zittert und schüttelt etwas, das macht aber gar nichts. Ihr könnt auch gerne mit dem Knie auf der Matte bleiben, ganz wie ihr wollt. Egal in welcher Stellung, ob das Knie oder gehoben
alle wieder das rechte Knie auf der Matte ab. Wunderbar. Und dann kommt das linke Knie neben das rechte und wir sind erstmal im Vierfüßlerstand. Und dann holen wir den rechten Fuß zwischen die Hände nach vorne. Wir gucken wieder unten durch, ist das Knie und der Fuß hüftweit. Ganz, ganz wichtig. Im Fuß oder im Kniegelenk ist ein 90-Grad-Winkel, im rechten wie im linken. Und mit der nächsten Einatmung holen wir uns die Arme über die Seite nach oben zur Decke. Und mit der Ausatmung nehmen wir die Hände ins Anjali Mudra vor unser Herz. Und wir ziehen von der Peripherie so viel Kraft in die Mittellinie, dass wir die volle Stabilität und Aufrichtung vom Steißbein bis über die Krone des Kopfes haben. Stolzer Blick, langer Nacken, langer Hals und dann ist es der linke Ellenbogen, der über das rechte Knie darf. Und wir drücken die Daumenwurzeln gegen das Brustbein, drehen uns noch etwas mehr auf die rechte Seite. Und wir drücken den linken Fuß so fest in die Matte und schaffen die Stabilität, dass sich das linke Knie ganz genüsslich von der Matte heben darf. Volle Länge von der linken Ferse bis über die Krone des Kopfes. Oder lasst gerne auch das linke Knie auf der Matte. Holt euch so viel Stabilität von den Füßen und Händen in euer Becken. Dann dürfen sich die Arme diagonal nach vorne ausstrecken. Einatmen. Ausatmen. Dreht euch parallel nach vorne. Eine Einatmung noch hier. Und dann sind es die Fingerkuppen, die wieder neben den rechten Fuß kommen dürfen. Und wir erden das linke Knie auf der Matte. Wir erden das rechte Knie auf der Matte. Und wir setzen uns für einen Moment auf die Fersen, lassen die Fingerkuppen vor uns aufgestellt. Und der Kopf sinkt zwischen den Armen Richtung Matte. Und indem die Fingerkuppen aufgestellt bleiben, haben wir ganz viel Aktivität noch in unserem Körper, die wir nicht verlieren wollen, wo wir sie gerade so schön aufgebaut haben. Wunderbar. Atme tief über die Fingerkuppen, holt euch die Kraft von den Füßen und Händen aus Mutter Erde in euer Becken. Und dann stellt mit der nächsten Ausatmung die Hände satt auf der Matte ab, hebt das Becken etwas mehr, stellt die Füße ab. Und dann drücken wir uns in den herabschauenden Hund, heben unser Becken. Und die Knie dürfen noch ganz fest gebeugt sein. Und mit der nächsten Einatmung, wenn die Hände ganz fest schulterweit in die Matte drücken, darf sich mit der Ausatmung die rechte Ferse zur Erde bewegen. Und einatmen, beugen wir die Knie wieder fest und mit der Ausatmung geht die linke Ferse zur Matte. Ausatmen, beugt die Knie wieder beide. Einatmen und mit der Ausatmung geht die rechte Ferse zur Matte. Einatmen, wieder tief gebeugte Knie, Ausatmung, die linke Ferse zur Matte. So sind die Rückseiten der Kniegelenke schön aufgeweckt und mit der nächsten Einatmung haben wir noch beide Knie tief, tief, tief gebeugt und mit der Ausatmung wandern die Füße nach vorne zwischen die Hände. Stellt die Fingerkuppen vor euch auf, macht den Rücken ganz, ganz lang, halbe Vorbeuge. Und mit der Ausatmung sind tiefer in eine ganze Vorbeuge. Puh. Einatmen, die Arme gehen über die Seite nach oben zur Decke. Ausatmen, die Hände gehen ins Anjali Mudra vor unser Herz. Einatmen, den Beckenbogen nach oben zur Decke. Ausatmen in eine Vorbeuge. Einatmen, stellt die Fingerkuppen vor euch auf. Zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge. Gerne könnt ihr auch die Hände natürlich an den Unterschenkeln lassen. Ausatmen, erdet die Hände neben den Füßen und tretet zurück in die Brettposition. Achtet immer darauf, dass die Hände unter den Schultern sind. Die Finger sind weit aufgespreizt, die Füße drückt fest in die Matte, wenn ihr den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule zieht und über die Knie oder als Brett sinkt auf eurem Weg zur Matte. Einatmen, die Füße lang ausstrecken, die Hände noch mehr auf die Matte pressen, die Ellenbogen dicht am Körper. Der Kopf ist in Verlängerung des Halses, die Knie heben ab von der Matte. Das Steißbein zieht Richtung Bauchnabel, dass sich der Bauch wegbewegt von der Matte. Und dann zieht die Hände so aktiv Richtung Füße, dass sich der Oberkörper leicht hebt
das in eine Kobra. Eine schöne Kobra atmet hier, vergesst nie das Atmen. Der Atem führt die Bewegung. Und mit der Ausatmung sinkt die Stirn wieder zur Matte. Stellt die Füße auf, drückt euch zurück auf das Gesäß, mit dem Gesäß auf die Fersen, Entschuldigung. Und dann drückt euch hier zurück in den herabschauenden Hund. Ganz toll, wunderbar. Einatmen, wir kommen alle nochmal nach vorne in die Brettposition. Ausatmen, drückt euch nochmal zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, nochmal nach vorne in die Brettposition. Ausatmen, nochmal in den herabschauenden Hund. Wunderbar. Und dann ist es der linke Fuß, der zwischen die Hände nach vorne kommt. Und wir erden die Fingerkuppen auf der Matte und wir schauen wieder unten durch, sind die Hüften, die Füße hüftweit. Und wenn ihr das Becken gehoben habt, dann zieht nochmal einen kleinen Tick die linke Hüfte etwas mehr zur rechten Ferse. Und dann lasst das Becken wieder etwas tiefer Richtung Matte sinken. Haltet diese Kraft, die ihr aus der Mutter Erde in Richtung Becken zieht. Und dann heben sich die Arme über vorne nach oben, diagonal. Und mit der Ausatmung gehen die Arme am Oberkörper vorbei nach hinten. Und mit der Einatmung wieder nach vorne. Wunderbar. Und dann stellt die Fingerkuppen wieder neben dem linken Fuß ab. Erdet den rechten Fuß parallel zur hinteren Mattenkante. Das rechte Fußgelenk ist oberhalb der Ferse. Also zieht den Großzehballen und die hintere innere Ferse so aktiv zusammen, dass sich das Fußgewölbe schön aufbauen kann. Die Außenseite und Außenkante des rechten Fußes presst Richtung Matte. Und mit der Einatmung stellt den linken Hand auf die Innenseite des linken Fußes und nehmt die rechte Hand an die Hüfte. Wir drehen uns seitlich richtig schön auf. Und wenn es zu eng ist, dann nimmt gerne den Unterarm auf dem Oberschenkel des linken Beines. Super, ganz toll. Und dann holt ihr so viel Kraft von den Füßen in euer Becken, indem ihr gedacht die Füße zusammenschleift. Und dann heben wir alle den rechten Arm nach oben und der Daumen zeigt Richtung Kopfkrone. Und wir dehnen uns auf von der linken Schulter über die rechte und über die Fingerspitzen hinaus. Genießt diese Öffnung und zieht den Bauchnabel immer wieder zurück zur Wirbelsäule, der Steißbein Richtung Matte. Ausatmung, erdet die Hände neben dem linken Fuß und dann tretet mit dem rechten Fuß nach vorne zum linken. Stellt die Fingerkuppen auf, zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge und mit der Ausatmung verneigt tief in eine ganze Vorbeuge. Puh. Einatmung, zieht euch an den Fingerkuppen nochmal lang. Langer Rücken, langer Hals, halbe Vorbeuge und mit der Ausatmung ganze Vorbeuge und die Hände dürfen wieder in die Armbeugen kommen. Wir legen den Oberkörper auf den Oberschenkel. Schließen die Augen für einen Moment und genießen Aparigraha, die Besitzbescheidenheit. Heute sind wir unser größtes Geschenk, heute und alle Zeit. Der wichtigste Mensch in unserem Leben sind wir. Und wir genießen jede Sekunde, jede Minute mit uns. Und gerne seufzt auch mal beim Ausatmen. Lasst allen Ballast, alle Anspannung von euch gehen. Wenn ihr dann mit neuer Aktivität mit der nächsten Einatmung die Augen leicht öffnet, die Fingerkuppen vor euch auf der Matte abstellt und eine halbe Vorbeuge genießt, zieht den Körper lang. Wunderbar, ganz toll. Und dann ist es der linke Fuß, der nach hinten ans Mattenende gleiten darf. Wir sind wieder in einem Ausfallschritt und wir schauen wieder unten durch. Sind die Füße hüftweit, zieht den rechten Beckenkamm Richtung linken Ferse und sinkt weiter und tief in euer rechtes Knie. Wunderbar. Und mit der nächsten Einatmung holt ihr die Kraft von den Füßen und Händen in Richtung Becken. Ganz viel Stabilität, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule und dann dürfen sich die Arme nach vorne heben. Und mit der Ausatmung gleiten die Arme über die Seite nach hinten wie ein Skispringer. Einatmen, wieder nach vorne
Ausatmen, wieder zurück. Einatmen, wieder nach vorne. Und ausatmen, stell die Fingerkuppen wieder neben dem rechten Fuß ab. Wunderbar. Und dann sind es die rechten Finger, die auf die Innenseiten des rechten Fußes kommen dürfen. Und wir erden den linken Fuß parallel zum hinteren Mattenrand. Und indem die rechten Fingerkuppen so fest auf die Matte drücken und wir das Steißbein Richtung Matte gleiten lassen, können wir noch tiefer in unser rechtes Knie sinken und wir dürfen den linken Arm zum Himmel führen. Und wir stapeln die Schulter über Schulter, rechtes Schultergelenk über linkes Schultergelenk. Volle Länge von den rechten Fingerkuppen zu den linken. Atme tief in diese Stellung ein und mit der Ausatmung erde die linke Hand wieder auf der Matte. Die rechte darf wieder auf die Außenseite des rechten Fußes. Die linke Ferse hebt sich wieder wunderbar. Und dann holt den linken Fuß nach vorne zum rechten. Super, ganz toll. Stellt die Fingerkuppen auf, zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge. Ausatmen, verneigt tief in eine ganze Vorbeuge. Einatmen, nochmal halbe Vorbeuge nach vorne. Ausatmen, nochmal ganze Vorbeuge. Genießt auch diese kleinen Bewegungen, die so vermeintlich leicht wirken. Einatmen, die Arme gehen wieder in weiten Bogen über die Seite nach oben. Ausatmen, die Hände gehen ins Anjali Mudra vor unser Herz. Und wir schließen einmal alle die Augen für einen Moment, beruhigen den Organismus wieder, beruhigen den Atem, der ganz aufgeregt und uns pulsiert und uns zeigt, wie wir unseren Körper, unseren Tempel doch ganz schön fordern heute. Und gerne lasst los mit einem riesen Seufzer. Genießt es einmal richtig loszulassen, weil euch die Füße so viel Stabilität auf der Erde verschaffen, dass ihr nicht umfallen könnt. Die wertvollen Füße, der größte Besitz in unserem Körper, der uns das ganze Leben trägt. Wunderbar. Und mit der nächsten Einatmung bitte ich euch, die Hände zur Seite gleiten zu lassen. Und wir ziehen einmal die Arme parallel zum Boden nach vorne. Integrieren die Schulter ins Schultergelenk, dass sich die Schulterblätter noch mehr hinter unser Herz legen. Und wir ziehen wieder die Kraft aus dem Boden in unser Becken. Ziehen den Steißbein Richtung Fersen nach unten und heben die Arme nach oben. Und mit der Ausatmung drehen wir zur rechten Seite. Und gucken mal ganz frech nach rechts, auch wenn die Hüfte ganz stabil nach vorne ausgerichtet bleibt. Also zieht nochmal den rechten Beckenkamm nach vorne und den linken Beckenkamm etwas zurück. Super. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben zur Decke und ausatmen. Bei geradem Becken twisten wir zur linken Seite. Lasst das Becken zum vorderen Mattenkante parallel ausgerichtet. Streckt euch von den linken Fingerkuppen zu den rechten. Immer wieder eine schöne Dynamik in der Bewegung. Keine starre Haltung, sondern immer wieder dynamische kleine Bewegungen, die wir uns schenken. Einatmen, ziehen wir die Hände wieder nach oben und mit der Ausatmung gehen die Hände ins Anjali Mudra wieder vor unser Herz. Einatmen, die Arme nochmal über vorne, integriert die Arme ins Schultergelenk, zieht die Hände nach oben, lasst die Finger strahlen und mit der Ausatmung in einen weiten Bogen kommt in eine Vorbeuge. Einatmen, zieht euch lang in eine halbe Vorbeuge, Achtung! Ausatmen, wir kommen in den Vierfüßlerstand. Und von hier, lasst die Füße aufgestellt, die Knie sind hüftweit. Und dann nehmen wir die Hände an das Becken und richten uns auf. Und auch hier machen wir alle mit der nächsten Einatmung mal einen großen Endenpopo nach hinten. Wir schieben das Steißbein ganz aktiv in den Raum hinein und weiten die hinteren inneren Oberschenkel. Und dann legen wir die Hände an unser Gesäß und dann schieben wir alles zurück und erden das Steißbein Richtung Matte. Das schützt den unteren Rücken. Wir drücken den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule nach hinten und wir lassen diese Haltung. Haltet das bei. Achtet darauf, immer euren unteren Rücken zu schützen. Der ist so wichtig. Und wir drücken so fest unser Becken dahin, dass wir kurz einen Moment die Augen schließen und diese Haltung ganz für uns verinnerlichen.
Holt euch die Kraft von den Zehen und Knien, von den Händen in euer Becken. Haltet das. Und mit der nächsten Einatmung öffnet die Augen und zieht die Arme über einen weiten Bogen nach oben. Aktiv die Schultern wieder in den Schultergelenk integrieren, die Schulterblätter hinter unser Herz legen. Wunderbar. Und mit der Ausatmung verneigen wir uns vor uns selbst und die Arme gehen wie in Zeitlupe an unserem Oberkörper vorbei, nach hinten. Und der Oberkörper will sich verneigen Richtung Matte. Einatmen, zieht die Arme wieder nach oben. Und es wird etwas dynamischer. Mit der Ausatmung ziehen wir die Hände wieder am Körper vorbei nach hinten. Einatmen, die Arme wieder über die Seite nach oben. Ausatmen, die Arme wieder an der Seite vorbei nach hinten. Lass die Finger strahlen. Einatmen, nochmal nach oben. Und dann verschränken wir die Hände. Zeigefinger zeigt zur Decke und wir ziehen die Finger aktiv nach oben und integrieren wieder die Schulterblätter hinter unser Herz. Und dann öffnen wir die Finger wieder, die Arme gehen wieder nach hinten. Und wenn der Körper, der Oberkörper so diagonal oder parallel zur Matte ist, verschränken wir die Hände hinter unserem Gesäß. Die Daumenwurzeln drücken so fest gegen das Steißbein, das nach wie vor Richtung Matte strebt. Dann können wir die Hände vom Gesäß lösen und die Arme ziehen weit nach hinten Richtung Fußsohlen und sie ziehen etwas mehr über unseren Kopf, soweit es euch möglich ist. Zieht die Schulterblätter hinter euer Herz. Wunderbar. Und mit der nächsten Einatmung kommen die Arme wieder über die Seite nach oben. Super. Halte das mit der nächsten Einatmung und mit der Ausatmung twisten wir zur rechten Seite. Lass das Becken nach vorne ausgerichtet. Immer wieder zieht den rechten Beckenkamm jetzt nach vorne. Dynamische Bewegung, die Finger strahlen in den Raum, öffnet die Finger weit. Ganz aktive Finger, aktive Füße. Stolzer Blick, langer Nacken, Schulterblätter hinter die Ohren. Sogar die Haarspitzen streben nach oben, bei mir nach außen. Wunderbar. Einatmen, die Arme gehen nach oben, wir kommen wieder nach vorne. Und mit der Ausatmung twisten wir zur anderen Seite. Die Finger strahlen, die Schulterblätter hinter euer Herz. Ja, wunderbar. Ihr habt so viel Stabilität von den Füßen und Händen, die ihr ins Becken holt, dass das Becken parallel zur vorderen Mattenkante bleibt. Super. Einatmen, die Arme wieder nach oben. Und mit der nächsten Ausatmung bitte ich, die Füße ausgleiten zu lassen auf der Matte. Und dann und jetzt spielen wir ein bisschen. Die rechte Hand geht nach vorne und die linke Hand geht nach hinten. Und der Oberkörper verneigt sich parallel zur Matte. Super. Einatmen. Wir führen die beiden Hände wieder nach oben zur Decke. Die linke Hand geht nach vorne und die rechte Hand nach hinten. Super. Einatmen. Etwas dynamischer. Beide Arme nach oben. Ausatmen. Rechts nach vorne, links nach hinten. Einatmen, beide Hände nach vorne, nach oben, entschuldigt, ausatmen, linke Hand nach vorne, rechte Hand nach hinten. Super, einatmen, wieder nach oben, super, wunderbar. Und mit der Ausatmung stellen wir die Fingerkuppen vor uns ab. Und wir wandern, wir erden die Hände parallel zueinander, fest auf der Matte. Und die Knie dürfen etwas weiter nach hinten laufen. Und wir sind in einem Vierfüßlerstand etwas weiter, als wir sonst gewohnt sind. Und auch hier neigen wir dazu, den Bauchnabel fast schon wieder nach unten fallen zu lassen. Und wir aktivieren so unser Hohlkreuz. Das wollen wir aber nicht, sondern wir ziehen den Bauchnabel nochmal gefühlt nach oben, auch wenn die Stellung etwas komisch aussieht. Und mit der Ausatmung bleiben die Ellenbogen neben dem Oberkörper und wir sinken auf 5 Zehzeiten. Richtung Matte. 5, 4, 3, 2, 1 und ich bitte euch, euch auf der Matte abzulegen. Wunderbar. Ganz toll. Und ihr legt gerne nochmal die Hände unter die Stirn, legt die Stirn auf den Händen ab, wackelt gerne einmal mit dem Becken von links nach rechts und von rechts nach links. Das schafft ein bisschen Ausgleich und wir ziehen einmal die Hände, löst den Kopf von den Händen, verschränkt die Hände und zieht einfach mal die verschränkten Hände nach vorne
und die Zehen nach hinten. Schafft eine ganze Länge von den Zehen bis in die Füße. Wunderbar. Und mit der Ausatmung lösen wir die Hände voneinander weg. Die Füße bleiben so aktiv, wo sie sind. Und dann ziehen wir die Ellenbogen auf der Matte wieder Richtung Brust. Und wir kommen zum Liegen wie eine Sphinx. Die Hände weit aufgespreizt und der Hals ist oberhalb des Brustbeins, das Brustbein zwischen den Ellenbogen. Die Ellenbogen sind ziemlich nah am Körper, in Verlängerung der Hände, wunderbar. Und wir ziehen so aktiv mit den Ellenbogen Richtung Hüfte, dass sich der Oberkörper noch mehr nach oben aufheben darf. Achte dabei, dass das Steißbein immer wieder Richtung Fersen erdet und der Bauchnabel zur Wirbelsäule zieht. Das schützt euren unteren Rücken ungemein. Wunderbar. Ausatmen, lasst den Oberkörper wieder zur Matte gleiten und legt die Stirn auf der Matte ab. Super. Wunderbar. Und mit der nächsten Einatmung bitte ich euch, die Hände, die Stirn mal auf die Matte zu legen oder kurz zu halten, während die Matte nicht küssen mag. Und ihr legt die Arme neben dem Oberkörper. Und es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir alle der Steißbein wirklich, wirklich aktiv zu den Fersen ziehen und den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, sodass sich der untere Bauch wegheben darf von der Matte. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir jetzt die Arme so aktiv Richtung Füße ziehen und dann leicht von der Matte abheben, wir liegen immer noch auf unserer Brust. Und die Hände ziehen noch mehr Richtung Fersen, sodass sich das Brustbein etwas mehr anheben darf. Und der Kopf geht in Verlängerung des Halses mit. Und wir ziehen aktiv mit den Fingern. Und wir ziehen und ziehen. Und die Füße drücken so fest auf die Matte, dass wir so viel Stabilität im Becken haben, dass uns die Schulterblätter stützen und unser Herz Richtung diagonal nach vorne in den Raum leuchten darf. Eine Einatmung noch hier. Volle Länge und mit der Ausatmung holt euch die Hände wieder unter die Stirn, legt eure Stirn auf den Händen ab und wackelt gerne mit der Hüfte von links nach rechts und von rechts nach links, um wieder die Entspannung in euren Körper zu bekommen. Wunderbar, ganz toll. Mit der nächsten Einatmung bitte ich euch, die Hände unter die Schulter abzustellen. Die Ellenbogen sind ganz nah am Oberkörper. Ich bitte euch, die Füße auf der Matte zu erden. Und wer möchte, drückt sich jetzt über die Knie auf die Fersen. Wer aber heute noch mehr braucht, der kommt mit mir im Liegestütz auf 5 Zählzeiten nach oben, entweder auf den Knien oder aufs Brett, oder ihr schiebt einfach das Gesäß Richtung Fersen. Achtung, wir atmen ganz fest ein, drückt die Füße fest in die Matte, die Zehen. Und mit der nächsten Einatmung heben wir auf 5, 4, 3, 2, 1 Zählzeiten nach oben. Und dann erden wir alle die Knie mattenweit auf der Matte, lassen die Zehen ausgleiten und drücken das Gesäß auf die Fersen. Die Hände, die Fingerspitzen lassen aktiv auf der Matte. Hebt die Handgelenke von der Matte weg, dass die Aktivität in euren Schultern bleibt. Hebt die Schulterblätter noch etwas mehr nach oben und lasst sie wieder Richtung Steißbein nach unten gleiten. Wunderbar, ganz toll. Tiefe Atmung hier. Und mit der nächsten Einatmung krabbeln die Finger Richtung Knie und wir kommen in eine aufrechte Haltung hier. Und wer etwas für die Knie braucht, der holt sich vielleicht, wenn es möglich ist, ein Kissen. Da wer vielleicht vorher kaputte Knie gehabt hat oder so und Unterstützung braucht. Und wer es nicht braucht, der macht einfach so mit. Mit der nächsten Einatmung bitte ich euch, euer Gesäß zu heben. Die Knie sind nochmal hüftweit. Und wir kommen in Ustrasana, das Kamel. So bitte ich euch, die Fußrücken auch in Verlängerung der Kniegelenke auf der Matte zu erden. Die Hände sind an eurer Hüfte. Und wie ich heute schon ganz oft gesagt habe und bewusst immer wieder erwähnt habe, weiten wir erstmal die hinteren inneren Oberschenkel nach hinten. Das beschreibt eine Spirale, die wir schaffen, noch mehr Stabilität zu kreieren
Und dann drücken wir wieder das Becken in eine aufrechte Position und ihr merkt schon, das Steißbein gleitet Richtung Matte und der untere Rücken kriegt eine kleine Wölbung, welche ihn schützt. Haltet das, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Der Hals ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Wunderbar. Und dann nehmt erstmal die Hände auf die Schultern. Und dann zieht die Schulter nach oben und lasst die Schulterblätter nochmal ganz aktiv in den hinteren Rücken gleiten. Und wir machen das noch einmal. Haltet das Becken aufrecht und die Schultern zieht aktiv hinter euer Herz. Wunderbar. Und dann öffnen wir die Arme in einer Kaktushaltung. Ich drehe mich mal etwas schräg, dass mich jeder gut sehen kann. Und ihr drückt das Becken nach wie vor nach vorne. Zieht die Schulter nochmal aktiv nach hinten. Langer Nacken, stolzer Blick. Die Haare ziehen schon euch fast den Kopf nach oben. Und indem wir hier die Schultern mit dieser Haltung, mit diesen Händen so schön nach hinten drücken, drücken wir noch etwas mehr. Wir öffnen die Schultern noch weiter nach hinten. Und wir öffnen und öffnen und drücken unser Brustbein noch mehr nach oben. Und das Brustbein hebt sich schon etwas weiter zum Himmel. Und der Kopf darf mehr nach oben gucken. Und wir heben uns noch mehr und noch mehr. Wunderbar. Und das Becken bleibt, wo es ist. Auch wenn sich da das Brustbein Richtung Himmel dreht. Und ihr habt so viel Bauchspannung. Ganz kraftvoll, lange Seitkörper. Wunderbar. Und wer möchte, kann die rechte Hand zur rechten Ferse nehmen und die linke Hand zur linken Ferse. Und wer nicht möchte, der bleibt einfach in der Position von vorhin, in der Kaktushaltung. Und indem die Finger auf die Fersen kommen, kann das Brustbein sich noch etwas mehr zum Himmel heben. Und das Becken bleibt über den Knien. Ich komme wieder zurück in die Kaktushaltung und jetzt zieht den Bauchnabel aktiv Richtung Wirbelsäule. Und mit der nächsten Einatmung dürfen sich die Arme diagonal nach hinten nochmal strecken und die Finger leuchten in den Raum hinein. Und mit der nächsten Ausatmung richtet euch auf und nehmt die Hände ins Anjali Mudra vor euer Herz. Und dann bitte ich euch, euch auf die Fersen zu setzen. Die Knie mattenweit zu öffnen und die Fingerkuppen vor den Knien aufzustellen. Und mit der nächsten Einatmung zieht euer Brustbein nochmal nach oben und mit der Ausatmung verneigt. Schaut in euren Bauchnabel hinein, drückt richtig aktiv das Steißbein Richtung Fersen. Und wir machen diese Übung noch einmal, um die Göttlichkeit und das Open to Grace zu spüren, wenn wir jetzt nochmal aufrecht in eine aufrechte Sitzhaltung kommen. Die Knie sind hüftweit und wir drücken nochmal uns nach oben in eine aufrechte Knieposition. Entschuldigt. Nochmal weitet die hinteren, inneren Oberschenkel nach hinten. Drückt mit den Händen aktiv euer Steißbein Richtung Knie. Haltet das. Und schon indem wir die Hände jetzt ganz fest ans Gesäß drücken, können wir auch jetzt schon das Brustbein Richtung Himmel streben lassen. Und der Nacken ist lang und es fühlt sich so an, als würde das Kinn leicht Richtung Brustbein ziehen. Also nicht den Nacken zu sehr nach hinten schmeißen, sondern das Kinn mehr Richtung Brustbein ziehen, damit der Nacken nicht gebrochen wird oder nicht zu sehr gestaucht. Und dann ist es das Brustbein, das mehr Richtung Himmel geht. Und das Becken bleibt, wo es ist. Und die Hände halten das Becken in dieser Position ganz fest. Und wenn das Brustbein schon fast parallel zum Himmel aufgerichtet ist, dann erst löst die Hände, ohne das Becken zu bewegen, in eine Kaktushaltung. Zieht die Schulterblätter weiter hinter euer Herz. Der innere Körper leuchtet. Und der äußere Körper ist ganz weich und ihr spürt so viel Offenheit, so viel Freude und doch so viel Bescheidenheit und so viel Glück, was euer Körper heute alles leistet. Und jetzt streckt die Arme nach hinten weg, genießt die Dehnung von den Füßen bis in den Händen, zieht die Kraft von der Peripherie in Richtung Mittellinie. Und mit der Ausatmung gehen die Hände ins Anjali Mudra. Ihr richtet den Oberkörper auf und die Hände dürfen vor euer Herz.
und ihr setzt euch auf die Fersen genüsslich ab. Und dann dürfen die Hände nach hinten gleiten zu den Füßen. Die Knie dürfen sich weiten. Und wir legen alle genüsslich die Stirn auf die Matte, in Balasana, in die Kindsposition. Und dürfen jetzt alles loslassen. Oh. Toll macht ihr alle mit, ganz super. Ich bin richtig, richtig stolz. Atmet genüsslich. Holt euch die Kraft wieder aus Mutter Erde, über die Füße und Hände, in euer Herz, in euer Becken. Lasst alles los. Ladet den Atem wieder ein, ganz ruhig zu pulsieren. Der Atem führt die Bewegung. Der Atem ist so wichtig. Wenn der Atem zu schnell ist, regen wir uns auf. Ist er zu langsam, schlafen wir fast ein. So schauen wir, dass wir den Atem wieder in einen ganz normalen, genüsslichen Rhythmus in uns pulsieren lassen. Ganz toll. Und dann bitte ich euch, euch wieder aufzurichten. Und wir holen die Knie auf der Matte zusammen, gehen mit dem Becken auf eine Seite und richten die Füße nach vorne aus. Und dann haltet euch erstmal mit den Händen an den Knien fest, die Füße sind hüftweit aufgestellt. Und mit der nächsten Einatmung, ihr kennt das schon, ziehen wir uns mal in die volle Länge, langer Nacken, Schultern weg von den Ohren. Ein imaginäres Seil zieht unsere Haarspitzen nach oben und wir können den Kopf mal bewegen, ja, ja, ja sagen, nein, nein, nein. Ist der Nacken wirklich frei? Wunderbar. Und wen schwindlig wird, der bleibt lieber nach vorne ausgerichtet. Super. Und dann bitte ich euch einmal, die Füße wie in eine Gebetshaltung zu nehmen. Die Knie zeigen zur Seite, die Fußsohlen berühren sich und ihr haltet euch mit den Händen an euren Fußgelenken fest und ihr zieht ganz genüsslich den Oberkörper nochmal nach oben. Und wer zu viel Sitzfleisch unten drunter hat, der zieht nochmal manuell das Sitzfleisch unter sich aus, sodass sich die Sitzbeinhöcker fest auf der Matte wiederfinden. Wunderbar. Halte diese Aufrichtung hier. Und mit der nächsten Einatmung heben wir den rechten Arm nach vorne. Wir integrieren den Arm ins Schultergelenk, ziehen den Arm nochmal weiter nach oben. Und dann twisten wir zur rechten Seite, stellen die Fingerkuppen hinter uns auf die Matte und wir drücken die rechten Fingerkuppen so fest in die Matte, dass der Oberkörper ganz gerade bleibt, das Becken gerade ausgerichtet und spielerisch und frei legt sich die linke Hand auf das rechte Knie. Super! Ganz diagonaler Blick, zieht den Kopf nicht zu sehr über die rechte Schulter, damit der Nacken nicht zu sehr gestaucht wird und ihr haltet auf die Aufrichtung in eurem unteren Rücken, indem ihr noch mehr in die rechten Fingerkuppen drückt. Wunderbar. Gerne schließt auch für einen Moment die Augen. Ihr habt ganz viel Stabilität mit euren Sitzbeinhöckern, mit euren Füßen, mit eurer rechten Hand auf der Matte. Und mit der nächsten Einatmung holt die rechte Hand nach vorne auf das linke Knie. Und dann ist es die linke Hand, die erstmal nach vorne zeigen darf. Integriert den Arm wieder ins Schultergelenk, holt den Arm nach oben zur Decke und dann erdet die linken Fingerkuppen hinter euch auf der Matte. Drückt die Fingerkuppen so fest in die Matte, dass der Oberkörper, auch der untere Rücken sich aufrichtet. Ihr spürt die Sitzbeinhöcker als Basis auf der Matte. Und die rechte Hand auf eurem linken Knie hilft euch noch mehr in die Länge nach oben zu ziehen. Wunderbar, atmet gleichmäßig und tief. Über die Nase, in euer Becken und wieder die Wirbelsäule entlang über die Krone des Kopfes nach oben aus. Einatmen, wir holen beide Arme nach oben zum Himmel. Streckt euch nochmal in die Länge und mit der Ausatmung lasst die Hände wieder hinter euch gleiten. Dann ist es das rechte Bein, das sich ausstrecken darf. Wunderbar. Und wir greifen unseren linken Fuß und wir ziehen den linken Fuß so weit rüber, dass vielleicht das linke Knie über dem rechten liegt. Das heißt also, der linke
Der linke Fuß liegt fast neben unserem Becken oder auch etwas weiter nach vorne. Jeder so, wie es schafft. Es muss auch nicht unbedingt Knie über Knie sein. Es darf auch die Wade auf dem Knie, aber besser oberhalb des Knies liegen, damit das Knie nicht belastet wird. Und wer mehr braucht, der kann gerne das linke Knie über das rechte Knie nehmen. Zieht nochmal manuell das Sitzfleisch unter euch raus. Wunderbar. Und dann drücken die Fingerkuppen wieder hinter euch auf die Matte, um den Oberkörper noch mehr aufzurichten. Und der rechte Fuß ist ganz aktiv und die Zehen ziehen Richtung Himmel nach oben. Und die rechte Ferse presst fest in die Matte. Ihr wisst, wir haben immer ganz viel Aktivität in allen unseren Gliedern, in allen unseren Extremitäten, von den Füßen über die Zehen bis über den Kopf. Alles ist immer mit dabei im Yoga. Wunderbar, volle Länge hier. Und mit der Ausatmung nehmen wir den linken Fuß neben den rechten und dann schnappen wir uns mit der linken Hand das rechte Fußgelenk und ziehen das rechte Knie oder die Wade über unser linkes Knie. Holen wieder manuell das Sitzfleisch unter uns raus, drücken die Fingerkuppen fest auf die Matte und richten den Oberkörper in voller Länge auf. Super. Gerne lasst das Brustbein richtig strahlen, wie eine Sonne in den Raum hinein. Super, ganz, ganz toll. Genießt diese Haltung. Und mit der Ausatmung bitte ich euch, den rechten Fuß wieder neben den linken ausgleiten zu lassen. Und auch hier kommen wir jetzt in einen Schneidersitz oder in einen bequemen Sitz eurer Wahl. Am angenehmsten ist immer der Schneidersitz. Und auch hier in diesem Aparigraha, in dieser Besitzbescheidenheit, schenken wir uns mal aus Dankbarkeit für uns und für unseren eigenen Körper, für unseren Tempel, den wir jetzt so schön durchgeknautscht und bewegt haben, eine innige Umarmung. Wir öffnen die Arme weit, wir empfangen unsere eigene Liebe und die Göttlichkeit, die uns geschenkt wird. Und dann umarmen wir uns genüsslich auf diese Weise. Und gerne können wir uns vor uns verneigen und lassen den Kopf gerne Richtung Herz gleiten und sinken so richtig in uns zusammen. Und es tut so gut, uns mal eine eigene Umarmung zu schenken. Und mit der Einatmung öffnen wir nochmal die Arme zur Seite und empfangen diese wunderschöne Göttlichkeit in uns voller Dankbarkeit und schenken uns alle Liebe dieser Welt und umarmen uns auf andere Weise und holen den anderen Arm oben drüber und greifen unsere Schulterblätter und haben uns ganz fest lieb hier. Atme tief in diese Bewegung. Und mit der nächsten Einatmung richte den Oberkörper wieder auf. Und dann schließt für einen Moment die Augen und lasst dann mal beide Hände auf euer Herz gleiten. Schenkt euch die ganze Liebe. Ihr seid der wichtigste Mensch in eurem Leben. Sorgt stets gut für euch. Tut euch Gutes und vor allem schenkt euch jeden Tag ein wundervolles, inniges, herzliches Lächeln. Mit der nächsten Einatmung bitte ich euch, die Augen wieder zu öffnen. Und wir drehen uns wieder auf der Matte, gerade dass das Becken wieder mittig ausgerichtet ist. Und so bitte ich euch, auf eurem Weg zum Liegen zu kommen, haltet euch gerne an einem Knie fest oder kommt auf eurem Weg zum Liegen. Und dann bitte ich euch, die Hände an die Knie zu nehmen und einmal die Knie ganz fest ans Brustbein zu ziehen. Und wenn wir schon so nah mit den Händen an den Füßen sind, dann können wir gerne mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger unseren Großzeh greifen. Und jeder nach seinem Gusto und nach seinem Empfinden darf jetzt die Beine etwas mehr strecken, gequetscht oder gerade. Oder die Knie ruhen einfach weiterhin auf der Brust. Und wenn wir die Beine mehr strecken wollen, dann zieht aber das Steißbein weiter Richtung Matte. Und wenn wir noch mehr spielen wollen,
Voller Liebe mit uns selbst und ganz achtsam dürfen wir auch die Beine in eine Grätsche öffnen. Ob die Knie gebeugt sind oder nicht, spielt keine Rolle. Jeder macht das, was ihm gut tut. Wie die Babys, die halten auch oft ihre Füße fest und spielen und schaukeln mit gebeugten oder durchgestreckten Kniegelenken. Ganz genüsslich, wunderbar. Und dann bitte ich euch alle, wenn ihr genug gespielt habt mit euren Beinen, mit euren Füßen, holt euch die Füße wieder zusammen, nehmt wieder eure Knie mit euren Händen und dann halten wir nur das rechte Kniegelenk fest und lassen den linken Fuß auf der Matte ausgleiten. Aktive Füße, die Zehenspitzen ziehen zum Himmel und die Ferse drückt so weit weg von uns, als würden wir gegen einen imaginären Widerstand drücken. Rechter und linker Fuß ganz aktiv. Und die Hände drücken das rechte Knie so gut es geht Richtung Brustbein. Aber immer sorgfältig und achtsam mit euch selbst. Super. Eine tiefe Einatmung hier mit der Ausatmung in einen fliegenden Wechsel geht das linke Knie zur Brust und der rechte Bein darf sich ausstrecken. Wieder aktive Zehen, aktive Ferse. Super, ganz toll. Immer wieder, ihr könnt gern die Bewegung so dynamisch halten, dass mit der Einatmung ihr das Knie mehr Richtung Brust zieht und mit der Ausatmung das Knie etwas mehr loslässt. Und mit der Einatmung das Knie etwas mehr zur Brust ziehen und mit der Ausatmung wieder etwas loslassen. Und dann bitte ich euch, beide Füße parallel zum Becken aufzustellen, mit den Armen eine Kaktusstellung einzunehmen. Legt also die Arme in Kaktushaltung neben eurem Oberkörper. Zieht die Schulterblätter unter euer Herz, euer unteren Rücken und die Lordose ist sichtbar. Die Beine sind parallel und hüftweit aufgestellt. Und mit der nächsten Einatmung ziehen wir noch ganz genüsslich etwas Energie in unser Becken. Und mit der Ausatmung gleiten die Knie auf die rechte Seite Richtung Boden, ganz sanft und genüsslich. Wir reißen nicht, sondern wir lassen das ganz genüsslich geschehen. Wunderbar. Atmet hier tief in eure linke Seitflanke, von der linken Schulter bis in euer linkes Knie. Haben wir eine volle Dehnung. Und wir können den Kopf gerne etwas leicht heben und den Blick nach links gleiten lassen und den Kopf wieder ablegen. Aber wir überdehnen nicht unser Genick, also wenn es uns unangenehm ist, lassen wir den Kopf ganz gerade auf der Matte liegen. Und die, die den Kopf nach links geneigt haben, heben den Kopf wieder an, legen ihn wieder gerade auf der Matte ab, ziehen wir alle die Knie Richtung Himmel nach oben. Mit der Einatmung und mit der Ausatmung lassen wir die Knie zur anderen Seite Richtung Matte gleiten. Und ihr spürt ab hier den langen Seitkörper von der rechten Schulter bis ins rechte Knie. Und wer möchte, kann den Kopf gerne heben und den Kopf nach rechts drehen. Der Blick geht mit. Die Schultern sind unter unserem Herz. Unser Herz ruht darauf. Ganz dankbar, ganz genüsslich. Atmet genüsslich in diese Stellung. Mit der nächsten Einatmung bitte ich euch wieder den Kopf zu heben, den Kopf gerade auszurichten auf der Matte. Und dann sind es die Knie, die wieder nach oben kommen dürfen. Und wir schnappen uns nochmal mit den Händen die Knie, verschlingen die Unterarme sogar über unsere Knie. Und gerne darf die Nase nochmal zwischen unsere Knie gleiten und wir machen ein ganz kleines Päckchen und umarmen uns und wackeln auf unserer Wirbelsäule von rechts nach links und von links nach rechts. Schenken uns eine kleine Massage, wo wir hier schon die Augen leicht schließen. Wunderbar. Und dann bitte ich euch, sanft die Beine ausgleiten zu lassen. Ihr könnt gerne die Knie festhalten und die Füße zur Matte gleiten. Und dann sind es die Füße, die sich auf der Matte richtig ablegen dürfen. Die Beine, die Füße klappen nach außen, die Zehen schauen nach rechts und links.
Nehmt den Kopf mit den Händen nochmal, zieht den Nacken in die Länge, die Schultern weg von den Ohren und dann legt den Kopf ganz sanft auf der Matte ab. Wunderbar. Und die Arme dürfen sich jetzt auch neben dem Körper ausstrecken auf der Matte. Die Handinnenflächen zeigen nach oben. Und jetzt sind es die Füße, die ganz schwer werden. Und die Waden sind ganz schwer und liegen satt auf der Matte. Die Oberschenkel tonen satt. Das Becken ist geöffnet. Die Arme liegen ganz genüsslich mit dem Boden verbunden. Der Kopf auch ganz zentriert und satt auf der Matte. Und die Augen lasst in die Augenhöhlen fallen. Die sind jetzt ganz schwer. Und ich leite euch durch ein genüssliches Shavasana, die Endentspannung, die dafür sorgt, dass wir wieder ganz viel Energie tanken. Und dass der Körper all das verdauen darf, was wir jetzt so schön geübt haben. Vor allem aber bitte ich euch, die Gedanken laufen zu lassen. Schickt sie weg mit den Wolken. Ladet den Atem ein, genüsslich und ruhig in euch zu fließen. Und genießt die Ruhe und den Gleichklang in eurem Shavasana. Und auch in dieser Stunde, wenn ihr so wunderbar im Shavasana verweilt, darf ich euch wie immer bei den 10 Geboten nach Patanjali eine kleine Weisheitsgeschichte erzählen. Aparigraha ist unser Thema. Zu einem Yoga-Wochenende eines bekannten indischen Yogameisters, der in Europa einige Workshops hielt, brachten die Schüler zahlreiche Geschenke mit, um ihren Yoga-Guru zu ehren. Der Guru lehnte jedoch alle Geschenke ab und irritierte und verblüffte damit seine Schüler. Auch die Organisatoren der Veranstaltung wollten am Ende des Workshops dem Meister ein Geschenk überreichen, da dieser erneut ausschlug. Diesmal traute sich jedoch einer der Schülerinnen zu fragen, warum er alle Geschenke ablehnte. Der Guru antwortete, dass es nicht im Sinne des Aparigraha sei, wenn er mehr annehmen würde als das Geld, das er als Honorar für dieses Wochenende erhalten habe, denn damit sei bereits alles ausgeglichen. Aparigraha, nicht nehmen, sondern einfach empfangen. Shavasana.
Shaya Shantaya Niralambaya Tejasi. Und die Fingerspitzen und die Zehenspitzen etwas zu bewegen. Bewegt die Fußgelenke, die Handgelenke. Und dann zieht in einem weiten Bogen die Arme weit über den Kopf, streckt euch in die Länge. Und mit der nächsten Ausatmung lasst los. Noch einmal einatmen, zieht die Arme weit über den Kopf, zieht euch in die Länge. Wunderbar, und mit der Ausatmung lasst los, gerne mit einem riesen Seufzer. Und dann stellt die Füße vor euch auf, lasst sie auf eine Seite gleiten, kommt nochmal in die Embryo-Position. Schenkt euch gerne nochmal eine kleine innige Umarmung. Wunderbar. Und dann bitte ich euch gerne mit geschlossenen Augen in eine aufrechte Sitzposition zu kommen. In eine Sitzposition eurer Wahl. Nehmt gerne die Hände nochmal ins Anjali Mudra vor euer Herz. Schenkt euch immer Liebe und Zuneigung und Dankbarkeit für euch selbst. Ich bedanke mich für eure wundervolle Praxis. Ihr habt alle ganz, ganz toll mitgemacht. Herzlichen Dank. Namaste, ihr Lieben.